Gianni, wie groß ist er denn? So groß und so hoch. Komm mal her. Gianni Herzog, ich grüße dich herzlich. Du bist aus Lettland zu uns gekommen und hier, guck mal durch die Kamera, wie der aussieht. Oh Gott, wie niedlich. Niedlich, oder? Wie ein Ü-Ei. Geh nochmal kurz davor. Ich muss nochmal zeigen. Also das ist der kleinste Monocock der Welt. Wenn du dich mal ganz nah ranstellst an die Wand, geh mal ganz nah ran, dann ist er noch kleiner. So, und jetzt, wenn du mal zu mir kommst, dann können wir so eine optische Täuschung machen. Ich guck mal, ob ich dich komplett drauf krieg. Jetzt noch ein bisschen zu mir, ganz, ganz bisschen. So ist fein. Ja, sehr schön. Ja, wir sind auf der CMT in Stuttgart auf dem Stand von Windgarmen. Und dieses kleine Ü-Ei, das hat die Leute immer unglaublich fasziniert, muss man schon sagen, oder? Ja, ich war ja auch in Düsseldorf schon in einem drin und es passt ziemlich viel rein dafür, dass er so klein ist. Dass er so klein ist. Und er kommt aus Italien, werden uns dann gleich mal ein bisschen angucken. Denn wir sind heute am Aufbautag, nämlich auf der CMT in Stuttgart. Und er ist noch ein bisschen schmutzig. Das ist auch gut so, denn dann haben wir ihn mal ganz alleine. Das ganze Ding ist aus einer Form. Es ist ein Monocoque GFK. Guten Morgen. Und das bedeutet extreme Steifigkeit. Und du kannst damit Sachen machen. Vom Innenraum her eine riesen Dusche drin. Ein großes Bett, eine Face-to-Face-Rundsitzgruppe. Ich glaube, auf der Länge gibt es das sonst gar nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Also er wirkt... Du musst es gesehen haben. Jetzt kommen wir mit und dann... Hier hätte ich auch noch mehr Licht für dich. Genau, wenn du dich nochmal davor stellst, das Gleiche nochmal. Gian, wie groß ist er? So groß und so hoch. Süß. Nee, es ist echt eine richtige Knutschkugel, oder? Das muss man schon sagen. Ich finde, der ist von der ganzen Form her aber auch richtig süß, oder? Ich finde den total klasse. Der ist aerodynamisch nochmal angeplant mit allen drum und dran. Bitte. Was sagst du? Egiziano, Egitto, Italiano. Ah, Italiano. Sì, un bello italiano? Ah, oh, nee. No. Televisione, televisione? Oui. Ja. Televisione. Fai la foto. Ja, ici. Televisione tedesca. Bravo, così meno famoso, capito? Fai una foto. Alles klar. Senko, ciao, come stai? Come stai? Bene, bene. Buono. Sono una ditta buona, brava, capito? Na, tutto buono, bravo. Gut, alles gut. Cool, also da fällt mir nur ein Tagliatelle con Pesto. Con Pesto. So, zeig mir unten, geht das auf? Guck mal, ob wir schon die Chance haben. Ist nämlich niemand hier, bis auf jemand, der irgendwie noch nicht, oder? Das ist egal, da ist auf jeden Fall Stauraum mit drin. Aber da kommt es gar nicht drauf an. Hier hinten ist noch Stauraum, riesengroß. Da kriegst du mindestens 5 Mountainbikes rein. Ich würde auch noch reinpassen. Aber das wollen wir jetzt nicht probieren. Das Ganze ist komplett aus GFK, wie ein Schiff gebaut. Und auch hier die Heckklappe ist aus GFK. Und da gibt es einen schönen Test. Du kannst mal mit der Faust mal draufhauen. Hau mal drauf, ganz feste. Ja, komm, mach. Ja, das machen die Laufen mit Gummihämmern. Hauen drauf, es hat ein Heckbart. Und das ist die Heckpartie von dem Fahrzeug. Und empfehlenswert ist allerdings, wenn man ein bisschen was mitnehmen möchte, nicht alleine fährt, die Auflastung zu nehmen. Kannst du auf 3850, kannst ihn auflasten. Ich muss mal gucken, ob man den auch mit Heavy-Chassis kriegt. Und natürlich der Heckeinstieg. Komm, wir gehen mal rein schnell. Das wird dem mal zeigen. Die sind noch hier mit dem Messeaufbau, aber auch die Tür. Ein besonderes Highlight natürlich hier die Verdunklung. Guck mal, die geht mit einem Magneten. Ziehst einfach hoch und da wird mit diesen Magneten wird praktisch das Innenteil, was innenliegend in der Doppelscheibe ist, bewegt. Hast du das schon mal gesehen? Nee, nur in dem Fahrzeug hier. Aber ist irgendwie auch krass, dass man das auch noch einstellen kann, oder? Das ist krass, oder? Per Magnet. Jetzt geht nichts mehr. Das ist alles Magic. It's Magic. So, dann geh mal rein. Und was direkt auffällt ist, du hast unglaublich viel Platz bei der Fahrzeuggröße, denn alles ist auf dem Millimeter genau gefertigt. So ein Windgarmen, wie riecht der denn? Das ist, ich finde, der riecht total lecker, oder? Wenn du ran bist. Ach so, richtig nach... Gut, ich hätte es jetzt neu beschrieben, aber... Also so riecht nach brandneuem, oder? Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es keine Ecken gibt, an denen ich mich stoßen kann, weil alles schön abgerundet ist, so weich. Also Monocoque bedeutet, dieses Fahrzeug hier ist tatsächlich aus einem einzigen Teil, das auf dem Fahrgestell sitzt und dadurch ist er unglaublich steif und er hat viel Platz. Geh mal ans Bad bitte ran. Unglaublich langlebig. Hat man gesagt. Ja. So, es knarzt noch ein bisschen. Wie machen wir das jetzt? Nagelneu, ja. Mach ruhig mal ganz auf, dann müsste ich sogar noch durchkommen. So, du kannst komplett öffnen und hast du Licht drin? Kannst du mal anmachen? Ist ein Lichtschalter irgendwo? Findest du den?
Du, wir haben Zeit. Es sind ja nur unsere YouTube-Zuschauer, die jetzt die Jam beobachten, wie sie nach dem Lichtschalter sucht. Da. Da ist Licht. Und eins muss man schon sagen, also Wingam hat Licht. Also egal, was für ein Fahrzeug wir je gefilmt hatten, es war mal irre viel Licht mit drin, viel Platz. Die Dusche, das ist alles Dusche. Und wir sind auf knapp über 5 Meter. Und überleg mal, wie groß die Dusche ist. Also nur damit man sich vorstellen kann, hier wäre dann ein Duschvorhang, genau, den man hier langfilmen kann. Was ist das für ein Material? Das GFK. Und das ist so ein Schaum, der aufgetragen wird, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen wohnlicher ist. Und ja, hier so ein kleines Formteil, wahrscheinlich Kunststoff. Also alles ein bisschen anders. Wenn du dich mal aufs Klo draufsetzt, setz dich ruhig mal drauf, mach mal auf, genau. Einmal draufsetzen, passiert nichts. Jetzt so knack. Ich hab grad gedacht. Das ist die Dusche übrigens, also das ist der Duschbereich. Und es ist schon wirklich ein tolles Bad für die Größe. Das hast du. Wie viel Länge sind wir nochmal? Ich glaube auf 45. 5,40 Meter, überleg mal, 6 Meter ist ein Standardparkplatz in der Schweiz. Und da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man da drauf passt, oder? So, dann hast du diese Sitzgruppe, die Küche, überleg mal, sind auf 5,40 Meter. Bitte mal zumachen das Bad, mach mal zu, dann kann ich mich mir ganz hinstellen. Setz dich mal in die Küche und tu mal so, als würdest du irgendwas arbeiten. Warte, ich gehe mal hier hin, dass ich noch mehr Platz habe, euch das mal zeige, wie lang die Küche ist. Die ist so lang. Ich stelle mich mal ganz nach hin. Und ich bin nicht am Ende. Warte, ich muss mal noch weiter runtergehen, dass man das zeigen kann. So, jetzt habe ich die maximale Länge von der Küche. Hallo Jan, bitte wink mal. Wie ist die Luft da hinten? Sehr angenehm. So sieht übrigens ein Scharnier aus von der Tür. Das ist alles von einer anderen Welt. Hier. Das Waschbecken, das könnte doch so auch in so einer kleinen Wohnung in Italien sein, oder? Genau. Und vor allem finde ich es gut, dass das MDF-Schubladen sind. MDF ist? Ist doch MDF, oder nicht? Nee, ist kein MDF. Nee, wie nennt man das nochmal? MDF ist die mitteldichte Faser. Und das ist dann. Das hier ist ein wahrscheinlich Birke Multiplex. Ach, Multiplex, genau. Das halt auch richtig stabil ist. Das hat den Hauptvorteil, es verzieht sich nicht, aber du warst mit MDF gar nicht so falsch, nämlich vollkommen. Oh, danke. Gerne. So, machen wir weiter auf. Das ist schon krass, wie viel reinpasst, oder? Das ist echtes Holz, das sieht doch schick aus. Ja, die, aber allein hier die Ablagefläche oben drüber, guck mal, da kannst du ein Kind windeln. Das ist wirklich, also ich habe dich damals auf so einer Fläche habe ich dich gewindelt, ja. Okay. Das damals, vor über 20 Jahren. Also es ist eine multifunktionale Küche, haben wir hier eingebaut. Absolut, ja. Also die ist echt groß. Kannst du unten noch auf? Da sind die Absperrhähne. Ich meine, der absolute Vorteil bei dem Fahrzeug ist natürlich, dass es ein Hubbett hat, sodass man keinen Platz braucht. Das zeigen wir euch aber gleich nochmal im Ganzen. Großer Dometic. Drei Flammen Kochfeld, viel Licht und eine schicke Verarbeitung mit Gasdruckfedern. Ja, geht nicht auf. Geht demnächst mal auf. Also wenn die hier, wir filmen übrigens noch bevor die Messe begonnen hat. Die haben noch nicht einen End-Up-Check gemacht mit allem, was das Herz begehrt, damit das alles funktioniert. Und jetzt zeige ich euch mal, Jan, setz dich doch mal da mal in die Sitzgruppe rein. In die da. Ja, müssen wir jetzt nicht machen. Aber was ich cool finde, ist diese Kunststoffbezüge, die würde ich drauf lassen ein Leben lang. Kenne ich aus Amerika, da lassen die auch drauf. Manche. Ja, genau. Nicht, dass es noch abgenutzt wird. Nee, die kommen natürlich runter jetzt für die Messe. Aber Küche und das ist der Wohnraum. Und jetzt überleg mal, auf 5,40 Meter haben wir einen Wohnraum, wovon andere nur träumen können. Eine Küche mit einer Länge, die selbst wir in unserem 8,40 Meter Auto nicht haben. Und mach mal zu hier bitte. Einziger Haken ist natürlich, du kannst dich nicht aufs Bett lümmeln und unten kann noch einer sitzen. Irgendwann ist natürlich Feierabend. Mach mal das Bett runter. Nee, ich glaube nicht. Ganz einfach runterziehen. Also da ist so ein Parallelogramm. Und zieh mal feste. Einfach. Ja, einfach ziehen mal. Ich bin nicht sicher. Ja. Nee, geht nicht. Auf jeden Fall ist es so stabil, dass du dich dranhängen konntest. Ich weiß, dass das eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, aber... Echt? Ich weiß auch, dass es ohne Strom geht. Es geht ohne Strom, das weiß ich. Also es kann sein, dass es zu dir ziehen musst. Ja, jetzt kommt's. Aber das ist schon echt... Da braucht man aber Kraft. Also ich wette, da gibt es bestimmt einen Trick. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher natürlich, aber... So, da ist der Sitz jetzt.
So, der Sitz ist jetzt im Weg, oder was? Nee, 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 mach mal runter. Ja, ich bin schon angestoßen. Bist schon angestoßen, okay. Dann mach den Sitz mal rum. Ich muss jetzt noch runterziehen. Vielleicht ist das Bett ja auch ganz neu, Jan. Und du hast noch kein Nutella-Frühstück heute Morgen gehabt? Nee. So, jetzt müssen wir eigentlich dieses Grillenzirpen einblenden. Was wir aber, da wir ja am Stück drehen, nicht machen werden. So. Ich habe leider keine Ahnung, wie man das macht. Du weißt nicht, wie man den Sitz umlegt? Nein. So, dann wir haben Zeit, Jan. Das ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Du musst ihn aber jetzt nicht wirklich drehen. Doch, oder? Nee, du musst ihn nicht drehen. Du musst ihn nur nach vorne legen. Da ist ein Hebel. Guck mal, an der Seite müsste. Ich meine, hier ist ein Hebel, um das zu verstellen. Aber also, das Einfachste ist, wenn ich mal drauf setze. Dann kannst du die Hebel eigentlich immer so am besten erkunden. Nee, das zum Drehen. Das zum Drehen. Jetzt müsste irgendwo. Genau, setze ich mal drauf. Ja, schreib mal in die Kommentare, wie die Jan sich so schlägt. Ne, ich find's aber nicht. Find's echt nicht? Und also guck mal, da ist so ein Drehrad. Ja, genau. Siehst du das? Und damit. Drehrad hat ja eben benutzt. Und das ging nicht, oder wie? Doch, das geht. Aber du hast gemeint, da ist ein Hebel. Achso, ja, vielleicht lag ich ja falsch. So, und jetzt ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich glaube, das sollte funktionieren. So, und jetzt der zweite Sitz. Du, wir erkunden diesmal, ist nämlich noch keiner da von Wingam, bis auf der nette Italiener, der uns gerade entgegenkam. Ciao, Bella. Sicher, dass das so funktionieren muss? Nee, ich bin mir nicht sicher, aber es geht jetzt zumindest mal. Du kannst es mal weiter drehen. Komm, John. 10 Stunden später. Wahrscheinlich werden die sich jetzt totlachen im Video und sagen, hey, ihr habt die Anleitung nicht gelesen. So, ist gut. So, und jetzt fahren wir runter. Wahrscheinlich bei mir total simpel. Aber ja, ist mir warm. Ist doch egal. So, und jetzt. Ach, das geht schon besser. Geht schon besser? Aber immer noch. So, hängt es jetzt am Sitz, oder? Am Sitz. Hängt immer noch am Sitz. Mhm. 10 years later. So, jetzt fährt es nach vorne. Gucken, ob das irgendeine Änderung vollzieht am Bett. Immerhin. Und mache ich es jetzt einfach. Nee, geht auch nicht. Es muss noch ein bisschen vordrehen. Ach du, wir haben ja Zeit. Also ich finde, es reicht, oder? Nee, es langt nicht. Du hast fast gesehen. Es gibt so einen alten Spruch, wie du eine Sache machst, so machst du alles. Okay, ich mach's jetzt, ja. Ja, und jetzt dreht sie das mal nach vorne. Also wahrscheinlich wird es diesen einen ominösen Hebel geben. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn die gleich ins Auto kommen, sich fragen werden, welcher Honk in Gottes Namen hat diese Drehdinger so verstellt. Jetzt mach mal runter. Wir müssen den Spannungsbogen auch ein bisschen halten hier. Wir können jetzt nicht sagen, es wäre wahrscheinlich gegangen, wenn es denn doch nicht gegangen wäre. So, jetzt mach mal runter. Sehr schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewesen ist. Ich glaube, dass wenn du den Sitz gedreht hättest, dann wäre das automatisch unter die Sonnenblende gekommen. Ich wollte dich aber mal ein bisschen machen lassen. Du bist ein Arsch. Lustig. Aber die Sitze lassen wir so. Klar lassen wir die jetzt so. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Jetzt mach mal. Wahrscheinlich geht's gar nicht. Doch. Geht's? Es geht. So. Also, es gibt viele Wege für nach Rom. Ja, kletter mal hoch. Da wäre eine Leiter. Aber geht übers Polster. Das Polster ist ja noch Folie drauf. Kannst ruhig machen. Passiert nichts. So, und jetzt geht die Jan mal hoch. Hier ist auch Folie drauf. Und Jan Herzog auf einem wirklich irre großen, wenn du dich mal ganz an die Seite mal legst, dass man mal sieht, jetzt mal, wenn deine Schwester noch käme, die drei Kinder von deiner Schwester und die. Eine italienische Großfamilie hätte hier Platz. Auf jeden Fall. Ist schon groß, oder? Da vorne sind noch Ablageflächen. Und vor allem ist es auch relativ lang. Da sind noch Ablageflächen, genau. Und Licht. Ich finde, das hier ist ein Ausnahmefahrzeug. Das muss man einfach immer wieder zeigen auf jeder Messe. Wingam 540. Wir haben es das erste Mal gezeigt in Bern. Auf dem Caravan-Salon, da warst du noch nicht in Bern. Ne? Nee. Musst du unbedingt mal hinfahren? Sag ja. Ja, da müssen wir unbedingt hinfahren. So, mit etwas Glück fliegen wir nach China. Ist noch nicht so ganz klar, ob wir es tun, denn wir müssen da ein Journalistenvisum. Kannst ruhig über das Polster, genau. Ein Journalistenvisum beantragen. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, weil ich habe gehört, da geht auch immer einer mit dir mit.
und guckt, was du gerade machst, was er gerne machen kann, aber vielleicht wird das auch nicht so ganz lustig, was wir mit denen vorhaben, mit den Chinesen. Denn die bauen Wohnmobile, gibt es in Peking eine Messe, macht die Messe Düsseldorf, macht die Peking-Messe und ja, mit denen haben wir gesprochen und vielleicht sind wir den nächsten Peking, wir beide. Genau. Mach einen Schrank auf. Hatte geht es auch nicht auf. Also Gasdruckdämpfer, sehr, sehr tief und dann hier noch jede Menge Stauraum, wahrscheinlich auch unter den Sitzen, aber da wird die Technik sein, da ist bestimmt die Heizung und andere Dinge. Jan, wir sind durch. Ja. Lass die Sitze so. Aber wir haben aber den großen Schrank noch. Ach, den großen Schrank haben wir nicht gezeigt. Komm, mein das Gott, machen wir gerade. Das ist ein riesen Schrank in dem kleinen. Hier im Eingang übrigens noch zwei Fächer. Ah, okay. Und hier ein ganz großer Kleiderschrank. Nee, muss drehen. Drehen? Ja. Glaubst du, das war das Problem? Muss auch dazu sagen, Jan, du hattest es auch in der Kindheit nicht so einfach. Ja, bei den Eltern. Ja. Jetzt fände ich frech. So, darunter, da kann man sogar eine Coverbox oder eine Eurobox reinstellen. Und hier großer Kleiderschrank für hängende Kleidung. Stell ich mal daneben, also neben den Kleiderschrank. Sagen, für die Größe ist der wirklich riesengroß. Für die Länge. Ja, für die Größe ist er groß. Für die Größe ist er groß. So sieht's aus. So, und das ist die Bedieneinheit von, könnte es C-Marine sein, aber es sieht aus wie CBL. Wenn es aus Italien kommt, ist es oft CBL, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist die Multifunktionsbedienung, CBE ist es. So, meinte also, ich auch CBE. Nachdem sie herausgefunden hatte, wie man Türen öffnet, ging auch die zweite auf. Drehen? Ja, drehen. So, und hier unten ist ein Rausfahrschutz, sag mal. Ein Rausfahrschutz? Die Kante. Da. Wow. So, komm schnell raus, bevor das Ganze noch als Drehgate in die Geschichte von German Television eingeht. Jan Herzog und Sven Herzog zusammen auf dem Caravan Salon 2024. Gute Besserung, Simone. Und auch die nächsten Videos bestimmt wieder mit Simone. Das Ganze ein GFK Monocoque von Wingam auf der CMT 24 mit, wie groß ist er? 4 Meter. Nee, du musst wieder so groß und so hoch. Warte. Jan, wie groß ist er? So breit und so hoch. Tschüss. Tschüss.